Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid und heute reden wir über das kommende Icon Pack, was kommen wird. Davor haben wir aber meine Rewards gezogen. Ihr seht's jetzt. Ich will nicht spoilern. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ansonsten gehen wir rein in meine Weekend League Rewards. Schreibt mir rein, was habt ihr oder wie habt ihr die Weekend League abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Rewards und danach sehen wir uns wieder mit dem Thema Icon Content. Okay, kommen wir zu meinen Weekend League Rewards für mich. Bis dahin kurz Fazit, das schlechteste FIFA vom Gameplay, ich schwöre, was ich jemals gesehen habe. So viele geisteskranke Bugs, so viele dumme Metasachen wie Finesse zum Beispiel. Okay, macht Sprintboost weg, aber jeder spielt mit einer Fünferkette und Finesse von mit Salah und Son von jeder Ecke den Ball rein. Keine Ahnung, ich finde das bis jetzt so ein schlimmes Gameplay, was mir leider komplett den Spaß nimmt. Ich hoffe, wir bekommen in der Woche endlich mal ein gutes, ein großes Update, was das Spiel nochmal ein bisschen besser oder erträglicher macht. Ich habe 10 Siege geholt, Freunde. Ich stand 8-0, dann stand ich 8-3 und dann 10-5. Also von 8-0 auf 10-5. Ist auch crazy. Es sind so viele Sachen passiert. Ich habe alles abgespeichert, aber brauche ich euch nicht zu zeigen, weil ich glaube, bei jedem passieren durchgehend so irgendwelche Bugs, wie der Gegner sich durchbounce. Abpraller hier, Abpraller da. Naja, ist egal. Wir gehen rein. Wir machen erstmal die Team of the Week-Dinger hier auf. Weil ich glaube, dass wir hier sowieso, ja, nicht mal ein Walkout bekommen werden. Haben wir noch ein Team of the Week Pack? Okay, noch eins haben wir. Vielleicht jetzt Walkout? Wieder kein Walkout. Skippen wir dann natürlich. Und wer ist es? Nice. Egal, 20.000 schon mal durch die beiden Team of the Week Karten. Dann haben wir, haben hier gar nicht so viel. 20 mal, machen wir erstmal das. Ein seltener 87er. Ist ja zum Glück garantiert Walkout. Also so schlimm kann es nicht werden. Van Dijk! Bitte Van Dijk. Nein, die Licht, ne? Bitte Van Dijk. Ja! Van Dijk. Oh mein Gott. Alter, was ein Finisher-Move, wie er rausgesprungen kommt. Ich habe tradable jetzt 300.000 Coins. Mein bester Spieler, den ich bis dato gezogen habe. Alter, mein bestes Pack in dem FIFA-Teil bis jetzt. Ich glaube, wie viel? Lass mich mal ganz kurz den austauschen, weil ich habe den heute noch geholt. 340, okay. 340.000 Coins für einen Van Dijk. Let's fucking go, Freunde. Also, ja, okay. Nichts gesagt. 10 Siege, beste. Dann, was haben wir? Was haben wir hier? 20 mal 81. Bitte Walkout. Ja, let's go. Ist eine Frau. Katoto. Vielleicht Double. Vielleicht Double. Come on. Double EA Sports. Ja, aber falsche Double. Aber okay, Katoto Grimaldo ist sowieso untrade, bedeutet SBC-Futter. Leider kein Fella Mondi drin, da hätte ich meinen austauschen können. Aber okay, passt, nehmen wir mit. Ich bin sowieso jetzt schon zufrieden durch Van Dijk. SBC-Speicher ist voll, okay, nice. Discarden wir die beiden. Okay, wir haben noch zwei Packs, wir machen aber weiter mit dem Hero-Pack. Das kommt zum Schluss. Hero-Pack, bitte was Spielbares, EA. Come on. Lungenberg. Kann der was? Ich weiß nicht, schreibt's rein. Lungi? Ja, sieht nicht schlecht aus. Also, darf ich nicht gut reden. 4-4, hat der Finesse oder so? Hat er nicht. Trevela hat er aber. Ja, schreibt's mal rein, würdet ihr den mal ausprobieren? Ich spiele derzeit Doku Evolution auf der Position, deswegen etwas schwierig. Und dann nochmal das 10x83 Plus Pack. Come on, ey. EA Sports, can you hurt me? Oh, ist wieder eine Frau und bedeutet, sie ist nichts wert, weil das ist Hemp oder Meat und die sind beide nichts wert. Und es ist nicht mal Double. Naja, wir haben Van Dijk gezogen, wir dürfen uns nicht beschweren. Nee, doch nichts. Primaris ist, glaube ich, nichts wert. Schade, okay, Palma ist noch drin, kostet aber auch nichts. Das ist okay, 5k hier, 88er kosten 16.000, 17.000. Tun wir auch hoch. Ist in Ordnung. Ich bin einigermaßen zufrieden. Mit dem Pack bin ich einigermaßen zufrieden. Insgesamt super. Also mit Van Dijk, wie gesagt, 340.000. Was will ich mehr, Freunde? Okay, Friends, ihr habt es gesehen. Ein wenig Packluck hatten wir. Und jetzt machen wir weiter. Wir kriegen oder bekommen das Icon Pack kommende Woche, wie es aussieht. Letztes Jahr war es der 22. Oktober. Und auch das mit dem Hero Pack, was letzte Woche erschienen ist, war es mit dem letzten Jahr identisch. Also 2-3 Tage verzögert, aber relativ identisch. Und darauf die Woche, oder ich glaube 2 Wochen später so rum, hatten wir dann, oder nicht mal, es waren so 10 Tage, das Icon Pack bekommen. Und ihr seht ja einmal die Anforderungen, die wir letztes Jahr hatten. Es war ein Max 87 Plus Icon. Warum ist Tactics hier? What the fuck? Teram SBC, Boom auf dem Markt.
What the hell? Egal. Max 87 Icon Upgrade. Und ihr seht, wir hatten ein 85er Team benötigt und ein 86er Team. Letztes Jahr musste man bei dem Hero Pack nur ein 86er Team abgeben. Dieses Jahr war es ein, ich glaube, 86er und 85er Team, wenn ich mich gerade nicht täusche. Es war auch nicht gleich wie letztes Jahr. Aber dass ihr ungefähr seht, in welche Richtung es gehen könnte. Es könnten wieder so zwei SBCs werden. Oder es könnte auch nur ein 87er Team werden. Wenn ihr euch jetzt fragt, Robby, was mit Futter? Du hast uns das ja auch für dieses Hero Pack mitgegeben. Ich habe euch ja immer wieder die Investments mitgegeben. Seid ihr relativ früh bei meinen Investment Calls reingegangen, habt ihr da auf jeden Fall Gewinn gemacht. Seid ihr ein, zwei Tage bevor die SBC kam in meine Investments reingegangen, seid ihr wahrscheinlich jetzt gerade im Verlust, weil 89er hatte ich euch für 26 mitgegeben. Die liegen jetzt bei 24, aber lasst das Hero Pack, also es wurde schon geleakt von dem Typen, der auch das Hero Pack geleakt hat, aber noch nicht von den großen wie Food Dog, Food Sheriff, aber ich kann euch sagen, das wird nächste, also jetzt die kommende Woche wahrscheinlich wieder kommen. Letztes Mal kam das Hero Pack auf einem Mittwoch, kann sein, dass wir das Icon Pack dann nächste Woche Sonntag bekommen, also genau in einer Woche, kann aber auch früher sein, und wir wollen vor den Leaks investieren, weil wir diesmal im Hype verkaufen wollen und nicht erst, wenn die SBC erscheint. Und man kann derzeit noch investieren. Ich gebe euch mal so ein paar Preise mit. 89er unter 24.000. Probiert da wirklich 24, 23, 7, 5 die Spieler zu snipen, zu erbieten. Das geht immer um 19 Uhr auch sehr gut mit dem Snipen und um 20 Uhr dann mit dem Bieten wegen Open Bits, die draufgestellt werden. Dann haben wir 88er, die würde ich mir, die sind halt schon bei 18, die waren auch schon wieder bei 16. Die würde ich mir wirklich dann nur so Grenze 17 kaufen, 17, 2, 5, 17 glatt oder sogar drunter. Das bekommt man auch hin, wenn man ein wenig an der Web-App snipet. Dann haben wir 87er, die würde ich euch für so 12 mitgeben. Im 12er Bereich macht ihr nichts falsch. Und 86er Richtung unter 8000, das wäre gut. Auch 85er kann man sich noch ein paar mitnehmen. Glaube aber, dass eher höheres Rating hier interessant wird. Dann haben wir Team of the Week Karten. Das jetzige Team of the Week, da finde ich Pop sehr interessant. Unter 26.000 macht man auf Langzeit nichts falsch. Ich sage nicht, die steigt zur Icon SBC, aber man muss alleine schon bei Swanson, musste man hier, die Freitag erschienen ist, 4 Team of the Week Karten abgeben. Pro SBC immer einen Team of the Week Spieler und die werden immer benötigt derzeit und deswegen Pop wird früher oder später auf jeden Fall ansteigen. Hier könnt ihr unter 26.000 euch auf jeden Fall was mitnehmen. Dann haben wir Horan. Hier würde ich unter 22, 21 bleiben. Auf dem Discord hatten wir die euch sogar für 20 mitgegeben. Also da konnte man nochmal besser einkaufen. Aber ja, also auf jeden Fall Pop kann man sich noch einpacken und Horan kann man sich auch noch günstig einpacken. Dann haben wir, also jetzt Thema Icon Content erstmal Häkchen hinter. Dann machen wir weiter mit dem Road to the Knockout Stage Investments. Ich hatte euch ja Brand mitgegeben, vor ich glaube 4-5 Tagen, habe ich euch bei 55 mitgegeben. Ja, ich würde auch nicht zu hoch gehen. Wir wollen vor dem CL-Spiel verkaufen, ungefähr so ein, zwei Tage vor. Also ungefähr heute in der Woche würden wir vielleicht schon verkaufen. Deswegen Richtung 56, 55 höher würde ich nicht einkaufen. Dann haben wir noch Bakula. Hier finde ich so 4,25. Wenn es machbar ist, 4,20 sehr gut. Oder halt auch unter 4,30 kann man auch noch was mitnehmen. Weil die werden jetzt ab jetzt immer weiter ansteigen. Also die werden jetzt immer interessanter für die Leute. Dann haben wir Loftus Cheek bei 2,82. Unter 2,75 finde ich den auch super, kann man sich auch mitnehmen. Der war auch die letzten Tage, wenn wir mal Freitag bei dem dicken Crash, den wir ja wirklich hatten, muss man sagen, sehen, war der bei 2,76 und der reboundet immer wieder. Also unter 2,80 macht ihr hier auf PlayStation oder Xbox nichts falsch mit einem Loftus Cheek. Romero ist leider auch schon angestiegen auf 197. Bekommt ihr den noch 193, 192? Der Markt steigt ja jetzt erstmal nur noch an und ich sehe diese Karten auch nicht mehr groß droppen. Kann man den sich vielleicht noch Richtung 190 mitnehmen. Zumindest war das ja unser Call. Und ja, wir bleiben drin. Also nicht verkaufen, noch nicht. Und Watkins 110, 105 oder drunter, auch super. Aston Villa, also ihm stehen zwei Upgrades in der nächsten Zeit bevor. Und hier, wenn man mit dem Hype richtig umgeht, kann man den auf jeden Fall Richtung 120, 130.000 locker verkaufen. Und deswegen so unter 107, 105. Weil ich habe den Call euch mitgegeben hier im Video vor, ich glaube, 4 Tagen, 5 Tagen für 96.000. Also da kann man jetzt schon mit Gewinn verkaufen. Ich hoffe, ihr habt da investiert gehabt. Müsst ihr schauen. Wenn ihr den noch mitnehmen wollt, dann nur drunter. Und Cherky hat euch für 2,60 mitgegeben. Liegt halt auch schon bei 2,78. Kann man noch reingehen. Also der ist ja jetzt schon angestiegen. Ich sehe den halt nicht weiter droppen. Kann mir die 2,90er, 300er Richtung vorstellen. Unter 2,74, 73. Also immer noch mal ein paar Tausender runtergehen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, Freunde. Ja, das kurz auch dazu. Ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, kurzes, knappes Video heute, wie ihr nochmal investieren könnt. Wir haben nochmal, das kann ich euch ganz kurz zeigen, die Sterling SBC bekommen. Ja,
Kann man machen. 4,3. Ich muss mal ganz kurz auf Footbin schauen, was sein Preis sagt. Gib mir eine Sekunde. Sterling 270.000. Viel zu überteuert. Da gibt es deutlich bessere. Kann ich euch direkt sagen, wenn ich die Stats sehe. Da kostet beispielsweise Salah, der auf der anderen Position in der Premier League ist, 2,30, 2,40. Hat angeschnittener Schuss plus, was sehr OP ist. Er hat es nur im Weiß. Ja, deswegen ist eine LSBC, also zumindest viel zu teuer. Also Preis stimmt hier auf jeden Fall nicht, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein und Peace. Thing, yeah, real, tell him he pussy, he got a sex chain, yeah.